Oh, hey, es geht weiter mit Rayman 2. Ja. Lil hat gesagt, wir gehen jetzt, wir sollen jetzt losgehen und Captain Klingbart aufs Maul hauen. Also machen wir das jetzt. Ich würde niemanden anfassen, der eine Klinge als Bart hat. Es sieht aus wie ein Entenschnabel, seien wir ehrlich. Ich wünschte, du hättest keinen Witz draus gemacht, sondern einfach nur gesagt, es geht weiter mit Rayman 2, weil dann würdest du wieder falsch liegen und das würde mich sehr erheitern. Dann würde Daniel das in die Kommentare schreiben. Daniel ist ein schlechter Mensch halt einfach. Würde ich das in die Kommentare schreiben, Mann. Es gab ein paar schlechte Menschen auf diesem Planeten und Daniel ist einer der schlimmsten. Ja. Ist er nicht an damals, als ich geschrieben habe? Nein, okay. In einer Welt, in der du alles sein kannst, sei schlecht. Das ist der Satz, den sich Daniel jeden Tag ins Gewissen ruft. Jeden Tag beim Aufstehen sagt er sich Speed. Ich bin Speed. Jeden Tag eine schlechte Tat und mein Steak schmeckt schön zart. Das sagt er. Er liebt es, Pfadfinder zu verprügeln. Ja. Okay, ihr habt jetzt die Welt geht so unter. So macht Daniel gerade. Dann immer, wenn er ein kleines Pfadfindermädchen verprügelt. Dann ist er auch mal so. Die Welt geht unter gerade und ihr könnt jetzt keine Verbote. Ich höre, dass die Welt untergeht. Okay, Raki. Okay, Raki, du wirst von der Frage ausgeschlossen. Oh, ich liebe es, von Fragen ausgeschlossen. Ich darf dann eine verbotene Sache machen. Eine verbotene Sache, die du jetzt natürlich nicht machen würdest, weil du bist ein guter Mensch. Aber ich meine, wenn die Welt untergeht, ist ja egal. Ich würde mir eine Giraffe klauen. So wie ein Hangover. Ein Hangover 2, oder? Ich denke halt auch immer an Clown irgendwie so. Ich würde einen Clown klauen. Kleptomane. Ich würde schon immer mal einen Clown einfach nehmen. Mit dem Mediamarkt plündern oder so. Ja, aber warum? Mensch, die Welt geht unter. Da kann. Ich meine, das warum ist ja. Das warum spielt ja eh keine Rolle. Ja, kommt drauf an, wie lange das Spiel ist. Ja, klar, aber wenn ich irgendwas klauen würde, dann ja irgendwas bedeutsameres als ein blödes Videospiel. Ja, aber das ist dann doch auch egal. Ey, du könntest dir was richtig Geiles zu essen klauen. Das würde ja, sich lohnen. Das würdest du dann sofort essen, oder du könntest dir. Ich könnte mir einen Laubbläser klauen und könnte dann Raki auf die Nerven gehen. So würdest du deinen letzten Tag verbringen, mir auf die Nerven gehen? Ich meine, des anderen Nerven ist des anderen Freude. Okay, ja, ich sehe, warum meine Idee dumm war. Kaufe ich mir eine Xbox. Kaufe ich mir keine Hol ich mir Game Pass für 6 Monate. Hol ich mir Baldur's Gate 3. Das sind die letzten 24 Stunden meines Lebens und 12 Stunden davon muss ich das Spiel runterladen. Boah, das ist so lang. Keine Ahnung. Na, Daniels Verbindung halt. Ja. Ich würde einfach im Dark Web surfen. Wer würde mich schon dafür belangen? Würdest einfach in Dark Souls surfen? Ich weiß nicht. In Dark Souls. Keine Ahnung, vielleicht würde ich in einen Freizeitpark einfach einbrechen oder. Ich meine, würde es irgendjemanden jucken? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Überhaupt niemanden. Ich meine, es wird Leute geben, die versuchen werden, dich umzubringen, wie ein The Purge, aber. Vielleicht würde ich. Das ist eine gute Frage. Was würde ich machen? Ich bleib dabei, ich würde sehr viel. Ich werd sehr viel Zeug essen einfach. Ja, mit wenn ich der Meteorit auch. Einschlägt und ich verglühe, dann damit es eine fette Explosion gibt, wenn er mich trifft. Du würdest vorher versuchen, keine Ahnung, an einem hohen Cholesterinwert zu sterben oder so. Ja, es ist wahrscheinlich die geilste Art zu sterben, oder? Besser als der Meteorit. Stellt euch mal vor, ihr könnt den ganzen Kram in euch reinputtern, wo ihr euch denkt, ah, der ist viel zu ranzig und jetzt könnt ihr die Oreos essen mit der weißen Schokolade draußen rum. Oh nein, die ist gut. Die ist nicht ranzig. Nein, gut. Ja, die ist gut, aber die ist halt auch ranzig im Sinne von Alter. Das sind so viele fucking Kalorien. Das ist, wenn du einen isst, dann kannst du den Rest des Tages eigentlich nichts mehr essen. Das ist natürlich Pech. Okay, Raki. Folgendes Szenario. Du hast dich ins Koma gefressen. Und du wachst am nächsten Morgen wieder auf und Daniel sitzt da vor dir, du wiegst jetzt 50 Kilo mehr und Daniel sagt so, Junge Raki, ich hab dich verarscht, die Welt geht gar nicht und du bist jetzt fett. Ich glaube, man kann an einem Tag keine 50 Kilo zunehmen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viele Kalorien hat. Raki hat sich so voll gefressen, dass er sich für sein Leben lang nicht mehr bewegen kann. Das ganze, die ganzen Kalorien haben ihn paralysiert halt. Seine untere Körperhälfte ist gar nicht mehr zu gebrauchen. Ja, wer macht denn was? Daniel lacht dich aus, weil du das geglaubt hast. Ja, sieht man es mal wieder. Daniel ist einfach ein schlechter Mensch.
Das, ich will halt lachen. Wer glaubt das halt? Raki ist der einzige Mensch auf der Welt, der gedacht hat, die Welt würde wirklich untergehen. So Sachen zusammengeklaut, wahrscheinlich jemand umgebracht oder so. Er hat dann wirklich. Warum soll ich wen umbringen? Ja. Für Süßigkeiten. Du sagst es so selbstverständlich, Daniel. Für Süßigkeiten? Natürlich, habt ihr noch nie jemanden für Süßigkeiten umgebracht? Wart ihr an Halloween noch nie draußen? Weiß nicht, vielleicht das ist hat ja praktisch typ, die Purge. Vielleicht hat der Typ das letzte Exemplar eines Twix oder so und du denkst, ja, ich will derjenige sein. Ich will derjenige sein. Der stimmt sowieso, also kann ich das ja auch. Ja, ich würde sowieso. Dann gehst du so zu dem hin, Raki, du. Du hältst beide Hände an seine Ohren, reißt ihm seine Ohren raus. Würdest du für den Twix töten? Nee, aber pass auf, der Typ meint das. Für den letzten Twix der Welt, Raki. Ich weiß nicht. Der Typ meint das aber so aus Spaß, so. Der sagt so mit Absicht so, ja, hey, das ist der letzte Twix der Welt. Außerdem. Das ist aber Raki, glaubt das halt. Daniel, es funktioniert ja nicht, weil wir können uns den Twix ja einfach teilen. Da sind ja zwei Schokoriegel drin. Das hast du nicht bedacht. Teilen ist so ein Konzept, weißt du, das kenne ich gar nicht. Normal. Daniel, das ist echt Daniels Willenakt gerade. Ich glaube, du bist einfach nur ein, Ja. Du bist einfach ein... Ja, Gengo. Ja. Ich glaube, die Leute wissen, was ich meine. Du bist einfach ein Kalorienfarmer. Ein Kalorienfarmer. Ein Kalorienklauer, ein kalorienklauendes Schwein bist du. Du klaust doch meinen Kindern die Kalorien. Wo komme ich wieder? Ah, da ist der Pisser. Ich denke mir jeden Tag mal, Alter, hätte der Typ mir damals nicht meine Kalorien geklaut. Hätte der Typ mir meine Kalorien nicht geklaut, wäre ich vielleicht heute auch fett. Ich sollte ihn dankbar sein. Das war weird. So hat sich gerade, Globox hat sich gerade selbst unterbrochen. Raki bricht regelmäßig in Fettabsaugkliniken ein, um das abgesaugte Fett zu essen. Und sagt dann immer, meine Kalorien, die kriege ich hierher, meine Kalorien. Es war ein letztes, es leckt mich doch, das war ein letztes Tag-Szenario. Und ich bleib dabei, mein Ansatz ist immer noch besser als Daniels. Ja. Ich hol mir den PS5. Dagegen sage ich auch nichts, aber du hast halt immer noch faktisch jemanden umgebracht für den Twix. Das habe ich nicht. Das hat Daniel einfach behauptet. Ihr müsst schon einen guten. Braucht schon einen besseren Schokoriegel, um jemanden umzubringen, oder nicht? Für welchen Schokoriegel würdet ihr jemanden umbringen? Es ist der letzte Schokoriegel auf der Welt. Ja, stell dir vor, der letzte Schokoriegel auf der Welt und dann ist es ein Mr. Tom oder so. Ja, aber guck, okay, aber was ist, wenn du... Du bist 20 Jahre lang auf einer einsamen Insel, auf Daniels einsamen Insel, auf der er dich gefangen hält. Und nach 20 Jahren kommt da halt ein großer Tanklaster vorbei, das ist so ein riesiger Container, irgendwie so 20 Meter lang, und da liegt halt ein einziger Twix drin. Und dein Mitgestrandeter, der streitet sich mit dir darum, den würdest du doch dann umbringen. Den hätte ich schon vorher umgebracht, vermutlich, wenn wir da so lange gestrandet sind. Einfach so aus Langeweile. Siehste? Ja. Aus Langeweile ist es viel einfacher als für einen Twix. Also Alter, wir sind auf dem Schiff, Daniel. So musst du dir Wind Waker vorstellen. Du hast es ja noch nie gespielt, aber da bist du auch auf dem Schiff und fährst über den Ozean. Das ist wie Sea of Thieves, nur dass man es im Singleplayer spielt. Nur dass Globox dabei ist. Und dass man hier tatsächlich ein Ziel hat. Ein paar Steinchen sammeln. Bei einem Weltuntergangsszenario? Ich weiß nicht, vielleicht... Schwierig, oder? Es ist halt... Es geht halt leider... Es gibt so viele coole Sachen, die man machen könnte. Vielleicht würde ich ein Auto eine große Straße lang runterschieben, sodass es explodiert oder so. Ich zum Beispiel, so wie in GTA, so einfach rausspringen irgendwann. Ja. Und gucken, was passiert einfach. Okay, das würde ich glaube ich nicht machen. Aus einem Auto springen? Ich würde jemand anderen vielleicht aus einem fahrenden Auto werfen. Yo, nee, einfach so. Ja, klar. Ich merke gerade, es läuft alles immer auf Clown oder Mord oder so hinaus. Mehr böse verbotene Taten, wisst ihr. Ich meine, was tust du? Ich meine, es wird Leute geben, die dich töten wollen. Das ist dann Selbstverteidigung. Zurück. Ach, das ist hinten beim Heck. Ganz recht. Ich
Vielleicht würde ich in einen städtischen Zoo gehen und jedes Gehege aufmachen. Ihr seid jetzt frei. Wie in Super Metroid am Ende. Vielleicht würde ich zum Zoo gehen und irgendjemand guckt sich gerade den Eisbären im Eisbärengehege an und dann würde ich ihn rüberschubsen. Den Eisbären. Ich würde Majora's Mask Soundtrack anmachen und einfach das, was halt am letzten Tag immer spielt, wenn der Mond abstürzt, das würde ich dann hören. Über Lautsprecher. Alter, seht ihr, jetzt habe ich wieder geschafft. Jo, ey, das wäre aber voll sick. Oh, letzter Tag, voll sick, Majora's Mask. Das ist doch dann das habe ich jetzt 20, Feeling. Das habe ich jetzt 200 Mal gespielt. Aber das ist dann wirklich, das ist dann komplett ein anderes Feeling, weil es halt selber wirklich um den Weltraum geht. Dann spiel auch Majora's Mask in echt nach. Geh zuerst in den Sumpf, dann danach in die Berge. Vielleicht kannst du den Weltuntergang ja auf. Vielleicht kannst du die Meteoriten ja aufhalten. Geh mal in den Sumpf, Daniel. Geh mal in den Sumpf, Daniel, du stinkst. Ja, was ist, der Sumpf wird sich freuen. Du stehst so draußen mit allen anderen Leuten, auf einmal kommt so ein grün bekleideter Typ und macht einfach. Dann würden die würden es nicht checken. Die würden dann irgendeinen Schlager abspielen, so am letzten Tag geht die Welt unter. Hast du mir mit meinem Herz gestohlen. Ganz unverhohlen. Stellt euch vor, Daniel steht da mit seinen Boxen dann und spielt das Majora's Mask Theme an und alle gucken ihn dann böse an. Toon-Link drauf ist. nee, Majora's Mask Link. Majora's Mask Link. Und dann sagen alle, was ist denn das für ein Clown? Und dann sagt einer, das ist Ganondorf, der ist aus meiner Klasse. Ah, ich mag das Level mit dir, ich mag das Schiffslevel echt nicht. Ich meine, ich bin sehr gut darin, aber ich mag es trotzdem nicht. Okay, Leute, aber bester Soundtrack im Spiel, habe ich gehört. Alter. Der ist echt gut. Also, hätten wir jemals ein Video gemacht, wo wir über Winterlevel geredet hätten, dann hätte ich das sicherlich genommen. Ja, ich auch. Ey, wir haben im Podcast drüber geredet, da habe ich es, glaube ich, genommen. Ich glaube, ich habe mir nach dem Podcast dein erstes Video angeschaut dazu, Raki. Oh nein, warum? Weiß ich nicht. Ich fand's lustig, dass das Spiel NATO kommentiert hat. Das war der Einzige, der kommentiert hat. Ja. Oh. Ja, lustige Geschichte. Ich habe heute auch mal kurz in dein 1 Stunden Raki Reviewed alle Rayman Spiele Video reingeguckt. Ja. Weil ich einfach nochmal gucken wollte, wie so ein langes Video strukturiert ist. Macht jetzt in dem Beispiel eigentlich gar keinen Sinn, weil das nur ein Zusammenschnitt war von einzelnen Videos. Aber ist ja auch egal. Und da habe ich auch bei Rayman 3 reingeklickt. Und ich habe vergessen, dass ich für dich da ein Intro einsprechen sollte. Was irgendwie, was mir sehr unangenehm ist aus heutiger Sicht. Aber ich war auch drin. Da habt ihr eure Hot-Takes, passt auch wieder, da habt ihr über Hot-Takes geredet. Ja, ich hab da auch Majora's Mask erwähnt, das zieht sich. Ich hab auch Majora's Mask erwähnt, das zieht sich bis heute. Ich wünschte, ich wäre jemand gewesen, der Hot Takes genannt hätte, weil ich war der irgendwie sagen musste, ich habe drei coole Checker am Start. Oh, warte, gehört, du bist stimmt, du warst der Moderator. Ja. Ich werde nie wieder irgendwas einsprechen, was du geschrieben hast. Sollte mit Absicht cringe sein. Ja, ich weiß. Hast du eigentlich auch für Hirito mal was eingesprochen, Gengu? Der hatte mal irgendwas für Xenoblade gewollt, dass man einfach irgendwas sagt dazu. Ja, das habe ich eingesprochen. Ich hab keine Ahnung, was Xenoblade ist. Gemacht, aber eingesprochen habe ich nichts. Das hat mir auch gar keinen Sinn gemacht, weil ich habe Xenoblade 2 gespielt. Ich meine, ja, aber ich habe halt auch irgendwas Dummes gesagt. Ja, was Daniel sonst nie macht. Ja, eben. Das ist so ungewöhnlich. Ist die Xenoblade 2 ist so ein enigmatisches Spiel für mich. Ich hab's fast durchgespielt, aber ich hab's halt nie durchgespielt, weil ich mir gedacht habe, dafür ist mein Interesse dann anscheinend doch nicht genug da. Also. Ich hab's nur wegen Pyra gespielt, keine Ahnung. Nicht wegen Mythra. Dämlicher Schmuck. Ich hab noch nie den Game aufgesetzt. Halt, wer will, wisst ihr was? Wir entfernen jetzt Daniel aus dieser Kommunikation. Ich stelle deine Benutzerlautstärke auf 0. Man hört dich jetzt nicht mehr im Video.
Beim nächsten Projekt ist Daniel nicht mehr dabei. Ja. Daniel wird jetzt Zeug übrigens. So, Daniel, du hast jetzt deinen. Man hört dich jetzt wieder, aber sei freundlich. Okay. man musste den Witz einfach fortführen, das ging nicht anders. Leute haben den Witz nicht gehört. Wird nicht stumm gestellt. Nein, das kann nicht sein. Ich bin mir ziemlich sicher, sie haben ihn gehört. Ich bin mir auch ziemlich 100%, dass das drin ist. Ich bin mir sehr sicher, du hast schon mal den Game Over Screen gesehen in dem Spiel. Du hast das schon als Kind gespielt. Natürlich habe ich das. Das ist ein Miraki. Es war eine logische Fortführung, komm schon. Nein, du hast meine Gefühle verletzt, Daniel. Wir müssen jetzt ein Konfliktseminar besuchen, du und ich. Wir müssen schauen, ob diese Beziehung noch weiter funktionieren kann. Es war die logische Weiterführung unseres ikonischsten Rayman 3 Running Gags. Raki ist schlecht in Videospielen. Also irgendwann gehen wir wirklich so weit, er fängt an zu weinen und mit einem Part. Seht ihr, was der Daniel für ein schlechter Mensch ist? Er schreibt es alle in die DM auf Discord, ich kann nicht mehr mit Daniel aufnehmen. Ich dachte, wir wären gute Partner, aber... Kein Wunder, dass Johnny dich hasst, Daniel. Nein, das war andersrum. Daniel hasst Johnny. Alle hassen sich gegenseitig. Hat er das halt wirklich geglaubt? Weil ich fand das so... Ja. So, es gibt so gar keine Indizien. Ich kann durch die Luft krabbeln. Doch, es gibt einen Indiz dafür. Du hast nämlich in seinem Freundebuch nichts reingeschrieben. In das ich übrigens auch nichts reingeschrieben hatte. Weil ich auch nichts reinschreiben wollte. Was lustig ist, weil mein Bruder hat reingeschrieben. Ja. Hat Johnny an dem Tag kennengelernt. Ja, aber ich würde sagen, dein Bruder kannte Johnny effektiv trotzdem genauso gut, wie ich ihn kenne. Also, ja. Ich weiß zumindest, dass Johnny ein großer Kakao-Fan ist, das weiß ich. Oh, ich habe eine gute Was-wäre-wenn-Frage für euch. Was wäre, wenn ihr in einer Bar wärt und ihr würdet euch kein alkoholisches Getränk holen, sondern einen Kakao mit Sahne? Glaubt ihr, der Barkeeper wird euch verprügeln? Die Antwort würde euch überraschen, sie ist nein. Ich weiß nicht ganz, warum man da jetzt Barkeeper überhaupt Kakao auf seine Karte setzt. Außer wenn du irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt und sagst, ich mach das mit Schuss. Ja, Gott, keine Ahnung, wenn du einen alleinerziehenden Vater hast, der... Mit seinen Kindern in die Bar geht. Ja. Also ich dachte, okay. Ich habe jetzt gerade falsch rum gedacht. Ich dachte so, ja, der Vater holt sich einen Kakao, damit seine Kinder trinken können. Nee, er kann sich halt einfach nur kein Bein. Er muss erfahren. Oh ja, schön, dann muss er. Warst du mit deinem Vater schon mal in der Bar, Daniel? Nein. Ich war mit meinem tatsächlich einmal in einer. Meiner ist Anti-Alkoholiker. Mach das nicht. Setz mal vor 40 Jahren was getrunken. Das ist an sich gar nicht mal so eine schlechte Einstellung. Also, ich glaube, dafür respektiere ich ihn. Aki, lade mal den Schlag so voll auf, also bis zum Anschlag. Den Schlag bis zum Anschlag, was? Ich weiß, dass diese Stelle echt scheiße ist. Ja, jetzt hat er den Brrrr-Move gemacht. Ja, guck mal, wie weit er jetzt liegt. Es bringt nichts, weil er dann sein Brrrr-Brrrr macht und dann ist er wieder ganz vorne. Ich mag diese kleinen Dinge, Unterbrechungen. Irgendwas wollte ich noch zu der Bar sagen, aber ich hab's einfach vergessen. Ich weiß ganz genau, warum du es vergessen hast. Nein, darauf wollte ich nie hinaus. Irgendwas Allgemeines, aber nicht so. Die Stelle ist so beschissen. Hey, erinnert ihr euch an das Opening? Oh, das ist schön. Okay, Leute, willkommen im nächsten Part, wo wir gerade erst in dieses Level gekommen sind. Ach, okay, die Stelle ist scheiße, ich weiß. Ja, was hat Michelle und Sal sich dabei gedacht? Ich bin mitfühlend. Ja, Alter, das ist ja voll cool. Ich werde einfach versuchen, die Faust mit hochzunehmen. Was für ein cooler Gegner. Ich frag mich, was sein Angriffsmuster sein wird. Ich frag mich, was für Geräusche er machen wird. Ah.
muss ich eine Diskussion unter Grundschülern anführen. Nee, die ja. geht dann so, mein Vater kann dein Vater besser verprügeln. Ja, mein Vater stärker als dein. Mein Vater schlägt deinen Vater tot, er kann ihn umbringen. Mein Vater war in Vietnam. Er könnte deinem Vater die Kehle aufschlitzen, wenn er wollen würde, aber er macht es nicht, weil er cool ist. Weil die Kinder wissen nicht mehr, wo Vietnam liegt. Also, wenn dein Vater cool wäre, dann würde er meinen Vater umbringen. Ja, oh, hast du recht. Also hat eine düstere Wendung genommen. Und dann würde ich auch alle für cool halten, weil dann wäre ich ein Weiser. Ja, du hast recht. Dann kriege ich all das Mitleid von den Mädels ab. Von den Kohlen. Dann würde Janine sich um mich reißen. Wie ein Fuchs im Hühnerstall. Das sind die schlimmsten Kinder auf der Welt, die wir gerade zusammen. So komplett einfach. Nicht unbedingt, weil sie ja ihre Eltern umbringen wollen, aber wie sie reden, nervt mich. Wieso hat er eine Immunität gegen Schneebälle? Wie kann man überhaupt eine Immunität gegen Schneebälle entwickeln? Die Frage war an dich gerichtet, Gang. Wie machst du das? Thermonuklear runter, weißt du. Mononukleose? Ja. Mitochondrien, ganz viele Mitochondrien. Der scheiß Schneeball blockt meine Schläge. Warum klingt das gerade kurz, als wolltest du eine doofen Schmerz-Impression machen? Na! Der war doch schon im Feuer! Perry, der scheiß Schneeball blockt meine Schläge! Was für eine unerwartete Überraschung. Was für eine unerwartete Überraschung. Nee, ich wollte gerade sagen, versuch dich in die Ecke zu stellen, aber da rollen die Bälle auch. Die rollen da überall. Also als wäre das eine Lawine. Okay, jetzt hast du es. Ja, komm schon. Okay, es war zwar knapp, aber... Du bist der Schlimmste. Du bist schlimmer als André, weißt du das? Ich hab mich ins Feuer gerollt. Ich werd noch sterben. Mach mir bitte keine Angst jetzt, Mann. Ich hab kaum noch Leben. Mach ihm keine Angst, Mann. Der lässt mich nicht an der Kante hochfliegen. Nein, Johnny, tu das nicht. Oh! Nein! Habt ihr schon mal den Game Over Screen in diesem Spiel gesehen? Der Hotel hat ihn gehört. Schon mal dreimal hintereinander gesehen. Habt ihr schon mal den Game Over Screen gesehen? Der ist schwarz, ich hab das nur gehört. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass du da Probleme hast, oder? Ja, das ist Vorführeffekt. Das ist der Let's Play-Effekt. Ach, was für eine schöne Musik. Alter, Mann. Gegner sind aber auch beschissen, deswegen tauchen die danach nie wieder auf. Ja. Tauchen die nicht danach? Nur nicht wieder auf, weil es danach kein Rayman-Spiel mehr gab. Hä, kommst du eigentlich mit diesem roten... Ich meine im Spiel selbst. Ja, das habe ich vorhin versucht, aber die Zeit davon ist viel zu kurz. Ja, was soll man sagen? Oh, Aki, du musst jetzt auch nicht in jeden Schimmer reinlaufen. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand da reingelaufen ist. Das ist aber... Ich habe noch nie gesehen, wie jemand von Schnee umgebracht wurde. Dann warst du noch nie in einer Lawine. Dann warst du noch nie in Mount Everest. Im Mount Everest. Ich war noch nie im Mount Everest. Das ist einfach so ein Dungeon. Nee, im Mount Everest, da leben die Yetis. Ich ziemlich viele Leichen sehen. Ja, gut, dass du es ansprichst, Raki. Das ist nämlich tatsächlich eine Sache. Als ich mein Pokémon Yeti Video gemacht habe, oder halt bei dem Part bei dem Yeti, da habe ich auch nach Footage von Mount Everest gesucht. Da gibt es tatsächlich einfach Wanderklettertouren auf YouTube, die du dir angucken kannst, wo da dann ein Körper im Schnee liegt. Ja, ich finde das, es ist faszinierend und creepy. Ja, Daniel, wenn du mal ein paar Grundschüler beeindrucken willst und sagst, hey, wollt ihr mal eine echte Leiche sehen, dann musst du nur mit ihnen zum Mount Everest fahren. Ja. Ah, da warst du jetzt ein bisschen zu nah an ihn ran gehen. Tu nicht so, als hätte es irgendeinen Sinn, was der Typ macht. Der macht einfach. Versuch mal Abstand zu gewinnen. Hattet ihr damals, wo wir das gerade ansprechen, hattet ihr damals auch. Ich glaube, wir brauchen bald mal Abstand, Daniel. Klasse, immer so richtige edgy Leute. Mensch, gut, dass ich Abstand gehalten habe. Junge, das hat sich auch bewegen dabei. Ey, was, Gengo?
so richtige edgy Leute in eurer Klasse, die dann sowas gesagt haben wie, ha, guck mal auf mein Handy, ich bin gerade auf meiner Lieblingsseite, Schiffsschraubenleichen.com. Was? Das hat damals einer gesagt. Ja, die sich so im Internet Mords Stuff angeguckt haben. Ja, genau. Das sind Weirdos. Würde ich mal edgy nennen, das ist einfach so zukünftiger Massenmörder. Ja. Er schreibt sein Manifesto nebenbei schon. Das Gute am Töten ist, Raki, es fällt dir irgendwann immer leichter. Das ist wie jeder andere Skill, den du lernst. Selbst wenn es für Entwix ist. Ja. Da fällt es besonders leicht. Aber ist es nicht irgendwie das Interessante am Menschsein, dass man sich an egal was, man wird sich an alles gewöhnen? Ist das erste Mal, wenn keine Ahnung, man den Abzug abdrückt, dann wird einem vielleicht schlecht und man muss sich übergeben, weil man sich denkt, ich habe gerade ein Leben beendet, aber beim 20. Mal ist es das Normalste auf der Welt. Ich stelle mich an diesem Geräusch von dem Typen. Oh Mann, die Musik. Die Lage, ich weiß nicht, es ist so angespannt. Was für ein wunderschönes und friedliches Level. Es wäre eine echte Schande, wenn man hier nicht durchkommen würde. Dieser Part ist jetzt zu Ende. Wir machen das jetzt nicht nochmal, wir machen das nächstes Mal. Ich hab da echt keine Lust mehr drauf, okay? Sammy geht mir so auf den Sack. Ich würde mir aber auch auf den Sack gehen, sieht schrecklich aus. Ja. Ja, los, sag's doch. Ja, wirklich. Raki, beende bitte den Part. Ja.